Herzlich willkommen zu unserem zweiten Insta-Story-Gottesdienst. Ich freue mich, dass ihr da seid und wir freuen uns, mit euch diesen Gottesdienst feiern zu dürfen. Let us start in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Ihr könnt nun vor Gott all das bringen, was euch im Herzen bewegt. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zukunft. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Heute und gestern wäre eigentlich Konfirmation hier in unserer Gemeinde gewesen. Aber im Moment ist das nicht möglich. Und so bin ich und meine Kollegen am letzten Sonntag zu den Konfis gegangen. Wir haben die besucht zu Hause. Und das ist sowieso cool, zu den Menschen nach Hause zu gehen. Unsere eigentliche Motivation war es, die Konfis auch mal einmal zu sagen, ey, Leute, wir mögen euch und wir haben euch im Blick und wir vermissen euch. Und ich kenne so ein paar andere Jüngerinnen und Jünger, nämlich die Jüngerinnen und Jünger Jesu, die genauso diese Gefühle hatten. Und so lese ich vor uns jetzt aus Lukas 24. Während sie noch redeten, stand der Herr plötzlich mitten unter ihnen. Er sagte, Friede sei mit euch. Da erschraken alle und fürchteten sich, denn sie meinten, ein Gespenst zu sehen. Und er sagte zu ihnen, warum seid ihr so erschrocken und warum zweifelt ihr an euren Herzen? Ich bin es wirklich. Seht meine Hände und Füße an. Fasst mich an und überzeugt euch selbst. Ein Gespenst hat weder Fleisch noch Knochen, wie ihr sie bei mir sehen könnt. Während er so redete, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Vor lauter Freude konnten sie es immer noch nicht fassen und waren außer sich vor Staunen. Da fragte er, habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch. Er nahm es und aß vor ihren Augen. Auf einmal ist Jesus wieder da. Und seine Jüngerinnen und Jünger sind außer sich von Freude. Sie können wieder mit Jesus sprechen. Und so ging es uns auch letzte Woche. Auf einmal konnten wir wieder face to face miteinander stehen. Zwar auf Distanz, aber wir konnten uns sehen, die Konfis und wir. Und das tat die Seele gut. Auch diese einfachen Worte sagen zu können, ey, wir mögen euch, wir haben euch im Blick. Vielleicht könnt ihr auch diese Woche, die vor uns liegt, auch das tun. Die ein oder andere Person im Blick nehmen und sagen, ey, ich sehe dich. Ich habe dich im Blick und ich mag dich. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. For every moment, I start a replace. Cause now that they're gonna hear what a word that I needed to say. When you hurt under the surface, like trouble waters running cold. Well, tell me you can hear about this world. So, before you go, was there something I can say to make your heart beat red? If only I'd have known you had a storm to weather, so. By little until there was nothing at all. Or every moment
can think about is seeing that look on your face when you hide under this surface like troubled waters running cold. We're talking here about this wound. So before you go, was there something I couldn't say to make your heart beat better? If only I'd known you had a storm to weather. So before you go, was there something I couldn't say to make it all stop hurting? Kills me how your mind can make it feel so worthless. So before you go, you're better off by now. If I let my walls come down, maybe I guess we'll never know. You know, you know. So before you. Hey Leute, ich finde es ziemlich krass und cool, dass ihr uns eure Fürbitten zukommen ließ, eure Gebete und Gespräche mit Gott. Danke, dass wir daran teilhaben darf. Ihr bekommt jetzt einen kleinen Ausfall von das, was ihr uns zukommen ließ. Wir beten gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in diese Woche unter dem Segen Gottes. Gottes Segen geht durch unsere Hände. Er behüte uns und er beschütze uns. Er gebe uns Kraft und sehr viel Mut und immer einen Menschen neben uns. Amen. There's something I couldn't say to me.